Heute geht es bei Live Live um den hohen Dom St. Martin zu Mainz. Dieser ist die Kathedrale des Bistums Mainz, das im Mittelalter zusammen mit Trier und Köln zu den drei einflussreichsten Erzbistümern im Heiligen Römischen Reich gehört. Da sich dies auch in der Struktur und Größe des Gebäudes darstellt, gilt der Mainzer Dom als eines der bedeutendsten sakralen Bauwerke Mitteleuropas. Kirchenbauten am Standort des Mainzer Domes sind spätestens seit dem 4. Jahrhundert nach Christus belegt. Wahrscheinlich war Mainz in dieser Zeit sogar schon Bischofssitz, sodass Mainz neben Trier zu den ältesten Diözesen zählt. Der erste gesicherte Bischof war Sidonius von Mainz, der im 6. Jahrhundert lebte. Bereits zu dieser Zeit war die Mainzer Kathedrale dem heiligen Martin von Tours gewidmet. Der Mainzer Dom in der heute bekannten Pracht geht jedoch auf Pläne des Mainzer Erzbischofs und Reichskanzlers Willigis zurück. Der Bau des Domes dauerte seinerzeit 30 Jahre. Etwa zeitgleich ließ Williges auch die Stephanskirche errichten, in der er auch nach seinem Tod begraben wurde. Über die Stephanskirche habe ich bereits ein Video hochgeladen. Dieses Video werde ich oben in den Infokarten verlinken. Beide Bauwerke zeugen von der prosperierenden Phase der Stadt Mainz im ottonischen Zeitalter. Daher ist ein wesentlicher Teil des Domes bis heute auch durch ottonische Architekturelemente geprägt. Vorbild von dem Mainzer Dom war unter anderem die beeindruckende Anlage des mittelalterlichen Petersdomes in Rom. Williges wollte nämlich durch seinen Bau Mainz, eine der wichtigsten Bischofsstädte Europas, ausbauen und damit ein Pendant zu Rom schaffen. Bereits am offiziellen Tag der Weihe, dem 28. August 1009, kam es zu einem schweren Brand, bei dem Teile des Domes zerstört wurden. Erst um 1035 wurde jedoch mit dem Wiederaufbau der Anlage begonnen, wobei es zu ersten Umbauten kam. Derartige Brände und Zerstörungen sowie Umbauten und Erweiterungen durchziehen die gesamte Geschichte des Mainzer Domes. Daher ist der Dom durch diverse Stile geprägt und von vielen anderen Kirchenbauten inspiriert. So imitiert der Ostchor den lombardischen Stil des Speyerer Domes und der Westturm ist durch barocke Elemente geprägt. Das heutige Langhaus entstand im 12. Jahrhundert. Im Langhaus wurde der gleiche Sandstein aus dem Spessart verwendet, wie auch in vielen anderen saalischen Sakralbauten der Pfalz, wie dem Speyerer Dom und dem Kloster Limburg verbaut. Gegen Ende seiner Bauzeit erhielt das Langhaus auch ein für spätromanische und frühgotische Bauwerke typisches Triforiengeschoss. Seine schwersten Zerstörungen erhielt der Dom durch die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg. Als Wahrzeichen von Mainz wurde er erst provisorisch restauriert, aber schließlich zur 1000-Jahr-Feier 1975 aufwendig saniert. Eine weitere Sanierung erfolgte um das Millennium, da 2009 feierlich der Domweihe durch Williges im Jahr 1009 gedacht wurde. Bei den Sanierungen wurde vielfach darauf geachtet, den mittelalterlichen Zustand zu konservieren. Dieses Video entstand übrigens im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021. Daher sieht man in diesem Video häufig Mitglieder der Partei Volt bei einer Plakatschlange. Eine Plakatschlange ist ein von Volt etabliertes, mit den pandemiebedingten Einschränkungen kompatibles Instrument der Parteiwerbung, bei der Parteimitglieder von Volt als lebendige Plakate durch die Straßen ziehen und Flyer verteilen und mit den BürgerInnen ins Gespräch kommen. Ich hoffe, euch hat unsere kleine Reise zum Mainzer Dom gefallen. Mainz hatte bekanntlich noch viel mehr zu bieten als den Mainzer Dom. Ein ausführliches Video über Mainz werde ich hier zum Ende nun verlinken. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Vielleicht sieht man den ein oder anderen von euch ja demnächst mal in Mainz. Bis dahin, ciao! Neue Politik! Neues Europa! Neue Politik! Neues Europa!